The Evil Within. Ich glaube Folge 10 mittlerweile schon. Und wir haben gesagt, dass wir hier noch reinschauen werden, bevor wir weitergehen. Denn, oh, da laden Texturen hier in der Ecke nach. Man sieht's. Duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich. Er sieht uns noch nicht, oder? Oder sieht er uns? Ich hoffe nicht. Weil dann können wir ihn erledigen von hinten. Ja, hm. Zack, da war er schon gewesen. Das war's für ihn. Und somit können wir uns hier... Und der Leichenberg wächst. Diese Trophäe habe ich gerade bekommen. Der Leichenberg wächst. Wofür ist der Schalter denn hier? Will ich das wissen? Ich schaue erstmal progressiv erstmal an die Decke. Was? Wie geil ist das denn? Habe ich das richtig gesehen? Aber wofür ist ja... Wofür ist denn der Schalter dann? Von innen kann man das doch gar nicht... Vielleicht können wir den Dicken ja hier reinlocken. Aber dazu müssen wir die Tür aufmachen und ich weiß nicht, ob der... Obwohl, der macht auch die Türen von selber auf, also von so an... Könnte es natürlich sein, dass der auch... Scheiße, er hat uns gesehen, ne? Fuck. Ja, der hat uns gesehen. Ja, er hat uns gesehen. Ja, ja, ja. Ich glaube, das sind zwei. Ich würde sie gerne hier reinloggen, aber irgendwie... Hallo? Die sterben! Ich bin hier. Hallo? Wo ist er denn? Komm her! Komm hier rein! Kommt er jetzt hier rein oder nicht? Ja! Wer soll hier reinkommen? Ich will das mal ausprobieren mit der Falle. Was jetzt? Jetzt rümmert die Tür? Alter! Geh sterben! Oh, da muss noch einer sein. Oh. Ich glaube, da muss noch jemand drin. Alter, der hat die Tür kaputt gemacht. Ja, komm her. Komm her. Ja, komm her. Nein. Die war ein bisschen schneller, die Olle. Ich will keine Munition verschwenden. Das ist das ja. Einmal um den Tisch. Einmal um den Tisch. Und ich bin immer so frisch. Komm, die Reise nach Jerusalem. La 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 la. Wenn die Musik stoppt, musst du dich hinsetzen. La 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 la. Mein Gott, jetzt. Alter, wie die zuckt. So epileptische Anfälle. Was ist denn jetzt hier? Ich würde den Schalter gerne mal betätigen. Ich weiß aber nicht, wofür der ist. Nachher kommen die Stacheln doch. Hallo. Ich bin hier. Hallo. Oh. Oh. Ja, das soll es dann wohl gewesen sein mit ihr. Ich kann sie auch nicht anzünden, komischerweise. Naja. Nachladen kann ich auch nicht. Gut. Dann schauen wir doch mal oben weiter. Nein, ich wollte noch nicht ins Inventar. Ich wollte die Lampe rausholen. Ich vertue mich damit immer ein wenig. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viele Bereiche in diesem großen Areal sind, die wir erforschen können, hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Also, diese Figuren, die sind so verdächtig, dass man die... Nein.
Doch, aber bringt uns nichts. Weil es gab mal in irgendeinem Videospiel, ich weiß nicht welches es war, da musste man so Figuren kaputt schießen. Und dann hat man irgendwann auch eine Trophäe oder sowas. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können es gerne selbst probieren. Bitte, die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor ihm irgendetwas zustößt. So, neuer Gegenstand. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit im großen Umfang wieder her, allerdings mit vorübergehender Nebenwirkung. Sie sind sehr selten, aber erhöht mit jedem Einsatz auch ein wenig die Maximalgesundheit. Naja. Oh, ja, mein Tonband. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Ja, da ist unser Doktor. Ja, die haben... Ach du... Das ist aber fies. Steck das wieder weg. Was haben wir denn hier für Bilder? Okay. Da können wir aus dem Fenster gucken. Das ist schon irgendwie alles unheimlich hier. Schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig auch. So, bevor ich diese Tür benutze, möchte ich doch nochmal in den einen Raum mich umsehen. Weil da habe ich noch nicht alles... Das ist doch so groß, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, also... Ich muss auch ein wenig vorsichtig hier langlaufen, denn... Man weiß ja nie, ob wir noch Fallen sind. Ja, wie viele Medipacks hier doch rumfliegen? Und wie viel Munition? Na, schau mal alleine an. Können wir schon wieder nachladen, oder? Nee, doch nicht. Ach, das wird die Tür sein hier. Ja, das ist diese Tür, okay. Nun gut, dann würde ich sagen, haben wir alles entdeckt, was es in diesem, ja, schönen Bereich zu entdecken gibt. Wo war denn verdammt nochmal, war nicht irgendwo hier so ein Spiegel mit so einem Safe Point? Ja, hier gab's sowas. Tatsache. Ich weiß auch wo. Moment. Nein, hier ist nichts mehr. Hier war, glaube ich, die Falle nehmen wir noch mit. Dann haben wir noch ein paar... Mein Gott, ich vertue mich da immer mit dem Ducken. Normalerweise ist ja der rechte Stick immer zum Ducken bei den meisten Spielen. Aber hier ist es R1. So. Und jetzt mache ich was ganz, ganz Wichtiges. Rennen. Nein, natürlich nicht. Ich werde speichern. Denn ich weiß, dass hier ein Speicherpunkt ist. Was? Was? Wo kommt er denn her? Aua! Alter! Willst du mich verarschen? Sind... Die sterben! Die sterben! Geh doch! Geh sterben, du scheiß Vieh! Alter! Sterben, du scheiß Vieh! Wieso haben wir keine Streichhölzer mehr? Ich dachte, wir haben noch irgendwo Streichhölzer. Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Jetzt habe ich doch echt durch den Idioten noch ein bisschen was verloren. Aber wo kam der denn her? Wir waren hier doch schon. Oder waren wir hier noch nicht? Hier waren wir doch, oder bin ich jetzt... Okay. Gut, also. Kartenfragment 4. Ach ja, hier unten lag ja das Kartenfragment 4. Das wollte ich ja auch noch aufgehoben haben, das habe ich ja total... Der besorgte Typ also.
Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Auf jeden Fall, Olle. Wir haben nämlich hier das Kartenfragment 4 gefunden. Und jetzt haben wir nämlich 2, 3 und 4. Aber eins fehlt uns. Boah, 8100 Haargel. Das ist schon verdammt viel. Das ist verdammt viel. Das heißt, wir werden jede Menge aufbessern. So, Waffen. Hier können wir sogar auswählen, welche Waffe wir verbessern. Wir werden den kritischen Schaden an der Pistole nicht verbessern. Unsere Fitness, und zwar die Sprintdauer, 3000, auf 4 Sekunden erhöhen. Und bei den Waffen werden wir die... Die Reichweite, glaube ich, werden wir erhöhen. Um 20%, das ist viel. So, bei der Schrotflinte werde ich, glaube ich, auch noch was verbessern. Und zwar die Magazinkapazität. Das ist aber um ein. Das ist aber echt wenig. Für 2000, ey, nur ein. Weil dann könnten wir normalerweise oben noch die Munition holen, die noch oben liegt. Machen wir mal den kritischen Schaden. Kritischer Schaden ist immer gut. So, dann haben wir noch 1600. Sparen wir uns das mal auf. Obwohl, wir könnten auch Reserve vielleicht. Ach ne, Qualenbolzen haben wir jetzt auch. Gar nicht gesehen. Aber das Einzige, wir könnten Harpunenbolzen. Bewirkt zusätzlichen Schaden bei getroffenen Gegnern. Auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Was? Auf Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt? Alter Falter. Okay, nehmen wir mal. Dann haben wir da schon mal 130%. So, 100 haben wir noch. Das heißt, ich werde speichern. Und dann sind wir sehr, sehr gut ausgerüstet. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut ausgerüstet und, ja, wir können sehr gut speichern. Und... Ja, wir haben gespeichert. Und ich kann mal eben die Spritze nehmen, die eine. Und jetzt werden wir uns unserem Schicksal hingeben. Denn jetzt kommt Fetti. Mir grault's jetzt schon vor. Da ich weiß... Jetzt bin ich wieder am Zweifeln. Womit fange ich an? Fange ich an mit einem... Mit dem... Aber man kann das ja auf dem Boden auch verschießen, ne? Die Sprengbolzen. Sollte ich vielleicht vor seinem Eingang schon mal einen hin platzieren? Ich glaube ja. Und dann anschließend mit der Schrotflinte super. Auf ihn drauf möbeln. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Eine Kettensäge oder sowas. Ich glaube, jetzt werden keine Zombies mehr kommen. Die Frage, die sich mich jetzt stellt, warum hat die scheiß Mine nicht... Kann ich denn hier jetzt schon eine hinknallen? Hier, quasi. So, komm raus, Bruder. Komm, komm zu Papa. Komm zu Papa, lauf da rein. Sehr schön. Wow, wow, wow. Oh, scheiße, ich hab mich selbst getroffen. Fuck. Lauf, 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 lauf. Wieso läuft er denn nicht? Wieso läuft er denn nicht? Lauf, lauf, lauf. Wow, wow. Alter, beweg dich. Alter, beweg dich, der ist hinter dir. Alter, beweg dich. Oh. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, ich muss den Kerl schnell erledigen, ist gut. Ich muss den Kerl schnell erledigen, ey, der ist ja Töfte. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass Fetti wir hier so dramatisch mit ihm kämpfen werden. Hätte ich jetzt mal voll nicht gedacht.
So, eben schnell die Schrotflinte auf den Punkt. Alter Falter, alter Falter! Wow, 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 lauf, lauf! Ach, wir haben ihn! Ja, 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 ja! Waffe deiner Wahl, Trophäe erhalten! Was? Was? Das nehme ich besser mit. War Fetti gar nicht Fetti? Fetti war gar nicht Fetti? Habe ich das richtig gesehen? Okay, ja. Das heißt für uns, ich werde hier nach oben gehen, mal ganz kurz, auf die Schnelle. Auf die Schnelle, auf die auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Alter, denn hier war nämlich noch Schrotflintenmunition. Sehr schön, geil. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, Baby. Yes, haben wir. Haben wir denn, können wir denn nochmal was herstellen? Ja, oder? Ja, wir können noch einen Sprengbolzen herstellen. Und ein Harpunenbolzen können wir herstellen. Ja, cool. Geil. Sehr schön. So, wir haben aber auf jeden Fall keine Lebensenergie mehr. Also wir haben kein Medipack mehr. Obwohl, Moment. Wo haben wir denn... Ach, da ist das Erste-Hilfe-Koffer. Stimmt, das haben sie uns ja gesagt, dass es nur einmal ein wenig mehr Energie gibt. Ich werde es mal oben lassen, werde es aber noch nicht benutzen. So. Boah, geil. Wir haben Fetti. Wir haben Fetti. Ich hoffe, das gibt richtig hier ordentlich Hagel. 5000 Hagel. Ich werde bekloppt. Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Wollte ich das wissen? Ich weiß es gar nicht. Ja, jetzt geht's endlich weiter. Mein Gott. Jetzt wird es sich wahrscheinlich einen Weg durch das Tor bahnen. Nein. Jetzt sehe ich da doch tatsächlich die Dings durch die Kette. Wie dämlich ist das denn? Anstatt dass er da so einen Ausschnitt macht. Anstatt der einfach die Balken durchgesägt hätte. Jetzt die große Frage. Sollen wir den Doktor? Wir gehen mal zum Doktor. Vielleicht müssen wir den ja irgendwie mitnehmen. Weil wir können ihn ja nicht hier lassen. Weil in dieser gruseligen Atmosphäre kann man ihn nicht hier lassen. Entschuldigt bitte, wenn ich manchmal so ein bisschen komisch reagiere. Also nicht sehr gruselig, sondern eher... Ja, auch nicht lachhaft, aber... Jetzt gerade das mit dem Dicken, das war schon echt heiter. So, wo war denn unser Freund hinten, glaube ich, ne? Aber jetzt wieder Konzentration. Mann, mach die Scheißtür auf. So. Tor ist offen. Hallo? Ich glaube, er ist schon unten. Also habe ich jetzt mal so die Vermutung. Eine Flasche. Ja, nun gut, dann, ja, begeben wir uns mal durchs Tor und schauen mal, was uns dort erwartet. Oh mein Gott. Tja, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Ach nee, jetzt auf einmal. Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Was? Detective Castellanos. Kapitel 3 überlebt. Spiel speichern. Natürlich werden wir das Spiel speichern. Und, ja. Ja, das Spiel wurde gespeichert.
Und das nächste Kapitel, würde ich sagen... Ja, sieht nicht so toll aus. Diese Puppengesichter, die sind so eklig. Ich mag sowas nicht in Horrorspiele. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann Kapitel 4 und mal schauen, was uns da erwartet. Ich freue mich schon. Bis dann. Tschüss.